Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr eine Menge Free Black Adam Items bekommen könnt. Dafür gehen wir erstmal rüber zur Black Adam Experience. Das ist die Roblox Experience von einem neuen DC-Movie. Dann gehen wir da einfach mal rein. So. Und wenn wir joinen, gibt es erstmal einen Ladebildschirm. Und wir kriegen schon unser erstes Abzeichen und haben damit einen Reward unlocked, den Black Adam Bolt. Aber das war noch nicht alles, wir machen direkt weiter. Also gehen wir hier direkt die Treppe hoch und sprechen direkt mal mit Black Adam. Und der heißt einfach Schwarzer Adam. Dankeschön für die Übersetzung. Du hast den Mann im Schwarz gefunden. Super dramatisch, er spricht sogar ziemlich cool eigentlich. So, und wenn ihr dann mit dem gesprochen habt, dann werdet ihr in einen neuen Place teleportiert. Destruction. Und hier müsst ihr einfach nur alles kaputt machen. Ich weiß nicht genau, wie die Steuerung auf Handy ist, aber am PC ist es F zum Fliegen, Q zum Runterfliegen, E zum Hochfliegen, Shift zum Sprinten. Dann kann man so fliegen. Yeah. Und linke Maustaste für Blitze. Und dann machen wir einfach alles mal kaputt. Ich glaube, es macht Sinn, die unteren Sachen kaputt zu machen, weil dann fällt ja alles von oben runter, oder nicht? Meint ihr? Nee, die Sachen schweben einfach. Okay. Ihr könnt natürlich auch einfach mit Shift gedrückt durch alles durchfliegen, damit zerstört ihr auch. Und dann machen wir alles kaputt hier. Und wenn der Destruction Meter da unten dann auf 100% ist, dann ist die Mission vollständig. Ihr könnt auf Return klicken und kommt dann wieder zurück zum Schwarzen Adam. Oh, der redet schon, obwohl ich noch im Ladebildschirm bin. Oh, und er sagt gerade schon, du möchtest ein Free Shirt. Sie wollen immer ein Free Shirt. Hier, nimm ein Free Shirt. Ich find's blöd, dass der Ladescreen jetzt hier im Weg ist. Aber continue. Reward unlocked. Und jetzt habe ich auch noch ein Shirt bekommen. Das nächste Free Item bekommt ihr, wenn ihr alle Bolts gefunden habt. Hier unten links seht ihr Bolts found 0 von 8. Und dafür müsst ihr einfach nur rumlaufen und Bolts finden. Da vorne ist schon der erste Bolt. Den sammeln wir dann einfach mal ein, während da hinten so ein Trailer läuft. Yeah. Eigentlich voll cool, dass sie jetzt Werbung für den Film in Roblox machen. Und The Rock ist auch dabei. Oh mein Gott, wir müssen den Film gucken, wenn The Rock dabei ist. Oh mein Gott, The Rock ist dabei. Warte, ist The Rock? Warte, The Rock ist in der Hauptrolle. Er ist ein Superheld. Ja, damit hat DC wohl gewonnen, oder? Und dieses Item hier wollen wir übrigens haben. Avatar-Items vom Schwarzen Adam. Und hier steht es dann auch. Join the Black Adam Experience. Unlocked by finding all the bolts. Das Shirt, weil wir das Destruction-Ding gewonnen haben. Dann gibt es doch die zwei Items, um die wir uns gleich kümmern. Wir suchen jetzt erstmal nach allen Bolts. Dafür laufen wir nochmal raus und da hinten auf dem Pool ist der nächste Bolt zu finden. Dann ist der nächste Bolt hier rechts einfach daneben. Zum Glück ist die Experience sehr klein, dementsprechend muss man nicht so lange suchen, um die Bolts zu finden. Die sind einfach nur in allen Ecken versteckt. Da hinten ist dann der nächste. Und wenn wir den eingesammelt haben, gehen wir hier hinten hin und da ist dann wieder der nächste. Bup. Hier rechts neben dem Eingang ist dann noch ein Bolt. Den habe ich vorhin übersehen. Jetzt fehlen nur noch zwei Bolts. Und die können ja eigentlich nur hier irgendwo am Rand versteckt sein. Also gucken wir einfach mal. Da oben ist einer. So, und der letzte ist da oben auf dem Regal. Und oh, hier ist es ein bisschen schwerer hochzuklettern. Aber wir haben den Hawkman Helmet freigeschaltet. Und jetzt geht's auch schon ans nächste Item. Und zwar diesen Helm, den finde ich gar nicht so cool, weil durch den kann man nicht wirklich durchgucken. Aber um den freizuschalten, klicken wir hier rauf und da steht schon, da müsst ihr das Trivia Game in der Black Adam Experience packen. Und dafür laufen wir einfach mal hier hin und da hinten steht schon Trivia Hall. Und jetzt müssen wir Trivia wissen. Und natürlich wissen wir alles über Black Adam natürlich nicht wirklich. Ich habe nie was von Black Adam gehört. Aber ich habe natürlich nachgeguckt. Die erste Tür ist 5000 Jahre. Und bei der zweiten Tür ist es die Justice Society. Weil die Justice League sind ja immer die Guten. Und beim dritten ist es natürlich He Used His Powers for Vengeance. Dann gehen wir in During World War II. Und was ist seine wahre Identität? Bruce Wayne oder Teeth Adam? Ich glaube, Bruce Wayne ist Batman. Also kann es ja nur Teeth Adam sein. Und dann gehen wir in Carter Hall rein. Bei der nächsten Tür gehen wir in Cyclone rein, weil die ist grün und grün ist richtig. Dr. Fate sagt wahrscheinlich jetzt a curse. Ja. Dann gehen wir einfach in True rein. Dann gehen wir in die rechte Tür. Dann gehen wir zu Mighty Adam. Und dann gehen wir He Can Change His Molecular Structure. Und damit haben wir dann schon den Helm freigeschaltet. Gehen hier durch die Tür, sind dann wieder beim Exit. Und kümmern uns dann noch um das letzte Item. Dafür gehen wir hier wieder zu den Items. Klicken dann auf die Flügel, die wir noch nicht haben. Und die bekommen wir, wenn wir die Secret Area in der Black Adam Experience finden. Und so geheim kann die Area gar nicht sein, wenn ich euch jetzt sage, wie ihr da reinkommt. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Wenn wir hier hingehen, seht ihr, hier gibt es diese Pads. Und wenn ich all die anderen Items schon habe, kann ich mich hier raufstellen. Und es fängt an zu leuchten. Die da hinten hat sich auch raufgestellt und es hat nicht angefangen zu leuchten. Und die, bei der hat es auch nicht angefangen zu leuchten, weil sie noch nicht die anderen Items hat. Es gibt vier solche Pads. Hier eins, da eins, da hinten eins und da eins. Und wenn alle diese Pads betreten werden von Spielern, die schon alle anderen Items haben, das heißt, wenn alle Pads gleichzeitig leuchten, dann öffnet sich die Secret Area. Und dafür braucht ihr am besten ein paar Freunde. Und die habe ich nicht. Also war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!